Hier eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Aus einem Kartenspiel von 32 Karten ziehen wir 8 Karten. Mit welcher Wahrscheinlichkeit haben wir mindestens einen König gezogen? Ein Kartenspiel aus 32 Karten sieht so aus. Und hier sind die 4 Könige. Hier wird gefragt, die Wahrscheinlichkeit, nach 8 Zügen mindestens einen König gezogen zu haben. Und die Wahrscheinlichkeit von mindestens ein König ist dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit von nicht kein König. Also nochmal, mindestens ein König ist genau dasselbe wie nicht kein König. Und um die Wahrscheinlichkeit von einem Gegenereignis zu berechnen, rechnet man einfach 1 minus die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von nicht kein König ist genau dasselbe wie 1 minus die Wahrscheinlichkeit von kein König. Und die Wahrscheinlichkeit von kein König wird berechnet durch die Anzahl günstiger Fälle geteilt durch die Anzahl möglicher Fälle. Die Anzahl günstiger Fälle. Man rechnet die Wahrscheinlichkeit, keinen König zu ziehen, also schließen wir die 4 Könige aus. Dann bleiben noch 28 Karten, aus denen wir Achtergrüppchen bilden. Die Anzahl günstiger Fälle ist also die Anzahl Kombinationen von den 28 restlichen Karten 8 zu 8 genommen. Und die Anzahl möglicher Fälle, das ist die Anzahl Kombinationen von den 32 Karten, Könige inklusive, 8 zu 8 genommen. Jetzt brauchen wir hier nur noch die Formeln einzusetzen. Diesen Bruch kann man noch kürzen. Hier kann man ebenfalls noch kürzen. Und so führt das sofort zu dieser Rechnung, die als Ergebnis 0,705 ergibt. Die gefragte Wahrscheinlichkeit beträgt also 70,5%. Und die Aufgabe ist schon beendet.